Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den neuen Abonnenten und na klar bei den bestehenden Abonnenten für die Resonanz. Wir haben schon 18 Kilometer hinter uns. Wir fahren jetzt zur innerdeutschen Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, früher mal DDR und die BRD-Grenze. Viel Spaß bei diesem Vlog. Ja, wir sind jetzt hier in Dassow. Wunderschöne Aussicht hier bei einer Bäckerei und ich gönne mir jetzt erst einmal ein wunderbares Brötchen mit zwei Bockwürste und dann geht's jetzt gleich weiter zur innerdeutschen Grenze. So, das war meine kleine Frühstückspause. Und jetzt geht's weiter mit unserer schönen Tour in der innerdeutschen Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Also richtig schöne Aussicht hier. So, ich sitze hier gerade am Grenzturm in Selmsdorf, der ehemaligen DDR. Ich zeige gleich noch ein paar Bilder und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg, damit ihr noch mehr sehen könnt. So, das ist ein bisschen deutsche Geschichte hier. Geh mal rum, ob hier ein bisschen was zu sehen ist. Nochmal von dieser Seite. Also ein schön alter DDR-Turm, ein Grenzpostenturm.
So, wir haben jetzt Selmsdorf verlassen. Wir befinden uns jetzt in Schlutop. So, wir befinden uns jetzt in Schlutop. Hier so ein Museum der innerdeutschen Grenze. Ein altes Mauerstück. Leider hat das Museum heute geschlossen und wir kommen leider nicht rein. Wunderbar. Bloß eins, was stört, oben die Flagge, das ist ja nicht die originale. Also wie gesagt, besucht man das Museum in Schlutop, Lübeck. Es hat immer freitags, samstags und sonntags auch. So, das war das Grenzmuseum in Schlutop und jetzt sind wir noch mal direkt in Schlutop und zwar am Schlutoper Hafen. Ja, hier war früher. Auf Mecklenburger Straße. Ja, hier war früher einmal die Fischindustrie von Schlutop. So, wir sind jetzt raus aus dem Örtchen und begeben uns jetzt Richtung Wesloher Wald, Pallinger Heide. Da erwartet euch was richtig Schönes. Bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen. Wir wollen jetzt rein in den Wald. Einmal hinter mir. Das wird auch noch mal ein Highlight für heute. Ja, und jetzt wollen wir erst einmal weg hier von der Straße und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß bei dieser Tour und ich hoffe, ihr bleibt dran. So, wir sind jetzt schon im Wald. Dies muss ich jetzt unbedingt einmal zeigen.
Denn hier befindet sich die alte Wallanlage vor Lübeck. Also gute 4 Kilometer vor Lübeck im Wald war früher die Schweden-Wallanlage aus dem 13. Jahrhundert und die ist bis heute noch einigermaßen gut erhalten. Ich zeige sie jetzt mal. Ich wende ganz langsam. Das Ganze nennt sich die Schwedenschanze. Befindet sich im Wesseloher Wald. Ja, und ein Stück weiter sind wir dann schon in Mecklenburg-Vorpommern. Da nennt sich es dann der Pallinger Wald, also Pallinger Heide. So, und weiter geht es. So, wir sind jetzt ganz schön reingefahren im Wald, weil dies ist mir hier aufgefallen. Schaut euch dieses Schild an, Lebensgefahr, Gefährdung durch Munition und Gebäudereste betreten verboten. Ja, was war hier einmal? Wir befinden uns jetzt in der Pallinger Heide. Hier war das Grenzgebiet zur DDR. Und hier sind alles Bunkerreste im Wald versteckt. Teilweise noch gut zugänglich. Aber ich möchte es nicht riskieren. Das ist es mir nicht wert. Ich war mal hier. Ich schaue mir das gern mal an. Von hier aus sieht man das auch noch ganz gut. Gut, die haben das jetzt schon ein bisschen zugeschüttet. Aber ist mal ein Erlebnis wert. Wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. So, ich sagte euch ja, ich zeige euch nochmal den Kolonnenweg. Wir finden uns jetzt genau bei der ehemaligen Grenze zur DDR. Hier bin ich jetzt ungefähr 2-3 Kilometer lang gefahren schon. Wir begeben uns jetzt wieder rein in den Wesseloher Wald. Da werde ich euch auch noch was ganz Besonderes zeigen. Bis gleich. So, mal wieder ein schöner Waldweg hier. Ein bisschen holprig, aber ich suche noch was Spezielles heute. Ja, wir haben heute viel gesehen, waren kurz in Dassow, Selmsdorf, Schlutdorp, ein bisschen an der Ostsee, ein bisschen am Dassower See und an der Trave. Und jetzt suche ich noch was, aus vergangener Zeit, aus der Zeit 1939 bis 1945, ein Last Place. So, hier mitten im Wald wollte ich was suchen und ich habe es auch gefunden. In Lübecker, Wesseloher Wald, Bunkerreste, jawollo, ich hab's gefunden. Das ist in der Nähe von Schlutdorp und Lübeck. Da gehen wir jetzt mal hoch. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, da kommen wir gut hin.
bisschen bergauf. Dies war eine Bunkeranlage mitten im Wald versteckt. Von 39 bis 45. Eine Munitionsfabrik. Na, viel ist nicht mehr zu sehen. Da ist schon viel rübergewachsen. Aber ich wollte immer mal her und ich hab's gefunden. Auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat. Also richtig schön. Mit Anführungsstrichen, na klar. Also man kann dies auch Last Place nennen. Bloß ist alles zugeschüttet. Nochmal von Weitem. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Richtig schön. Was haben wir hier? Einen weiteren Bunker. Richtig toll. Ja, auf dem Weg. Ich wollte Richtung Heimat so langsam. Aber na klar will ich euch noch mehr zeigen. Ist mir dieses hier noch aufgefallen. Noch ein altes Gebäude. Also alles richtig schön versteckt hier im Wald. Schaut euch das an. Noch ein Bunker im Wald. Hier gibt es auch sehr viel Moor. Also richtig versteckt. Deckt im Wald. Für mich ist das auch Premiere. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Zwar, ich kenne einige Bunker. Aber nicht so eine mächtige Anlage. Bloß nicht hier runterfallen. Also dann haben wir ja heute richtig deutsche Geschichte gesehen. Schwenkt noch mal rüber. Ja, und das sollte es eigentlich sein für heute. Genug gesehen. Es geht richtig steil bergab. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt über die Kamera. Ja, und das mitten im Wald. Rundherum Sumpfgebiet und dicht bewachsen. Also, dann wollen wir mal weiter. Dann will ich mal zu meinem Fahrrad. Ich hoffe, dieser Vlog gefällt euch. Mal was anderes wieder. So, jetzt habe ich mir mal eine kleine Pause verdient. Ich habe jetzt einen idyllischen Platz gefunden. Hier im Westloher Wald. Hier werde ich mich gleich hinsetzen. Was trinken. Ja, und schaut euch das mal an. Mitten im Wald.
richtig schön idyllisch. Ich werde jetzt die Seele baumeln lassen und dann machen wir uns weiter auf dem Weg. So, ich erhole mich gerade noch. Ich habe noch 10 Kilometer vor mir bis nach Hause. Insgesamt sind wir ungefähr 60 Kilometer gefahren. Wir haben viel gesehen. Wir waren in Dassow, in Selmsdorf, in Schlutorp, haben den alten Grenzturm gesehen, das Grenzmuseum, das heute leider zu hatte, aber war auch recht schön von außen zu sehen. Dann haben wir alte Munitionsfabriken gesehen. Also es war heute sehr viel drinne, was interessant war. Und es lohnt sich, alles zu googeln und sich selber mal abzufahren. Ich werde es auf jeden Fall wiederholen. So, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis demnächst. Danke.